Allerdings wissen wir ja auch, dass bei dem ganzen Jurassic World 4 Projekt aktuell, das geht irgendwie nicht ganz so gut voran. Und zwar haben wir folgendes Problem, wir haben es ja auch schon mal in einem Video besprochen gehabt gestern. Die haben wirklich nichts. Also dieser ganze Grundgedanke von wegen, ja, die sind wahrscheinlich einfach schon wesentlich weiter, als wir das wissen, ist scheinbar nicht so. Also so wie es aktuell aussieht, haben die ein fertiges Drehbuch, das jetzt relativ kurzfristig fertiggestellt wurde. Wir haben keinen Regisseur, es muss noch ein Casting gemacht werden. Und es wurde gesagt von Universal selber, ey, es wäre eigentlich ganz geil, wenn wir es irgendwie schaffen würden, innerhalb der nächsten 4 Monate anfangen können zu drehen. Und dann brauchen wir einen Regisseur, der einfach aufhört, seine eigenen Ideen mit einfließen zu lassen, weil wir müssen jetzt Schlag auf Schlag machen, damit wir das Ding wirklich am 2. Juli 2025 in die Kinos bringen können. Und ich habe keine Ahnung, warum. Ich habe sogar schon mal geguckt gehabt, was wirklich am 2. Juli 2025 ist. Da ist nichts. Also weder irgendwie ein spezieller Jubiläums-Jurassic-Tag noch irgendwas anderes. Ich habe keine Ahnung, warum man sich so auf dieses Datum jetzt versteift, aber auch so übertrieben stur. Es ist ja nicht so, dass wir keinen Jurassic-Content mehr bekommen würden. Wir bekommen ja noch die Animationsserie Jurassic World Camp... Chaos Theory heißt sie jetzt, die neue Staffel, genau. Und man scheint sich dabei jetzt wirklich überschlagen zu wollen, um dieses Teil wirklich da rauszubringen, wann es eben jetzt angekündigt wurde, aus irgendwelchen Gründen. Und jetzt haben wir einen Regisseur erstmal gehabt. Da habe ich mir gedacht, finde ich jetzt nicht ganz so geil, weil David Leitch ist eben bekannt für Actionkomödien, was nichts Schlechtes ist. Auch kleiner Sidefact, wenn ein Regisseur Komödien umsetzen kann, gute Komödien, ist das meistens schon ein sehr gutes Zeichen. Mir fällt jetzt hier gerade kein Beispiel ein, aber es gab auf jeden Fall mal den Fall, war es nicht bei irgendeinem Star Wars Film sogar, der relativ gut war, wo ein Comedian oder ein Comedy-Regisseur einen ernsten Film umgesetzt hat und das Ding war mega geil gewesen. Ich weiß nicht mehr, was es gewesen ist. Weil eben Comedy mitunter eines der schwersten umzusetzenden, Dinge ist im Kino. Deswegen war das irgendwie, ja, es war Hit und Miss, ne, diese ganzen Actionfilme und scheinbar wollte er eben auch wesentlich mehr Action in den Film einbringen, in den Jurassic-Film. Aber da weiß man ja auch wirklich wieder mal nichts Offizielles jetzt. Und auch den Regisseur haben sie jetzt quasi abgelehnt und haben gesagt, nee, pass mal auf, du hast zu viele eigene Ideen, wir haben keine Zeit. Wir müssen das jetzt endlich fertig machen, wir müssen noch ein Cast irgendwie zusammenkriegen. Wir brauchen einfach jetzt einen Regisseur, der stur das macht, was in diesem Drehbuch drin steht. Ähnliches ist auch damals passiert. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem Video erklärt, das, was damals in Jurassic Park 3 alles abgegangen ist. Dass Jurassic Park 3 ja so lange hin und her gemacht hat, mit Regisseur rein, wieder raus, Michael Crichton rein, nee, doch nicht, wieder raus, Steven Spielberg, nee, doch irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Der Cast war am Anfang ein anderer, auch wieder ein neuer Cast, und dann aber das Datum ist jetzt fest, also müssen wir jetzt das Drehbuch machen, das wir eben hier vorliegen haben. Und dann kam im Endeffekt eben dann Jurassic Park 3 bei raus. Und Jurassic Park 3, so gerne ich den Film auch wirklich hab, ist der einzige Film im gesamten Jurassic-Franchise, der eben so zerstückelt rausgekommen ist. Also das ist der einzige Film, der nicht mal ansatzweise so erschienen ist, wie er hätte rauskommen sollen. Und es ist ähnlich jetzt gerade mit, wir haben jetzt halt hier ein Datum und einen Regisseur, aber der will nicht das, was wir machen, also hauen wir den gerade wieder raus. Und es ändert sich alles an dem Projekt. Nur das Datum nicht. Und ich denke mir so, wäre es nicht eigentlich schlauer gewesen zu sagen, okay, von mir aus auch ein David Leitch, pass auf, wir gehen darauf ein, was du für Änderungen vorhast. Wir wollen halt nicht diese Action, den Action-Kram da rein. Wir unterhalten uns da einfach nochmal ein bisschen länger drüber und verschieben einfach das Datum um ein Jahr nach hinten. Auf den 2. Juli 2026. Ich weiß nicht, ob das wirklich so kompliziert ist in Hollywood. Aber wahrscheinlich schon, sonst wäre es ja nicht so blöd. Aber es wird alles über den Haufen geworfen. Es wird nichts vorangebracht, nur das Datum muss stur beibehalten werden. Das sehe ich halt wirklich sehr schwierig. Und ja, Universal hat ja auch selber gesagt, okay, was haben sie geschrieben gehabt?
Es ist der heißeste Job der Stadt, also it's the hottest. Nee, das war nicht der Ausdruck. Was war denn der Ausdruck nochmal gewesen? Irgendwie sowas in der Art, aber auf jeden Fall. Es ist der heißeste Job der Stadt. Wir brauchen jetzt jemanden, der das Ding wirklich ans Ziel bringt. Ja, finde ich gut. Also, es ist alles ein bisschen komisch aktuell beim Thema Jurassic World 4, was dann da eben noch passieren wird. Und ich denke mal, dass wir vielleicht jetzt morgen dann die ersten Neuigkeiten bekommen werden. Und Bryce Dallas Howard ist ja so gut wie raus aus der ganzen Theoriegeschichte, dass sie Regie führen wird, weil die ist jetzt ja wohl noch mehr in diesem ganzen Star Wars Kosmos verankert, weil sie eben da sehr gute Arbeit leistet, auch als Regisseurin. Und sie selber hätte zwar Interesse dran, an Jurassic mitzuarbeiten, kannst aber halt einfach nicht alles machen. Point of View, du realisierst, dass nur wegen Jurassic Park 3 Jurassic World existiert. Das ist vollkommen richtig. Das ist vollkommen richtig, ja, tatsächlich. Durch den extremen Misserfolg von Jurassic Park 3 kam ja erst dieser Bruch dann, das stimmt, ja. Aber ich brauche jetzt nicht nochmal so eine Nummer. Ich habe mein Herz für Jurassic Park 3, ja, aber der ist halt objektiv, ist der Film wirklich seltsam. Zusammengeschnitten, zusammengewürfelt, es ist, der liebe Nico von Media Millage sagt immer, dass Jurassic Park 3 einfach so egal ist. Ich finde, es ist ein Vorteil von dem Film, dass er eben Jurassic Park 2 dadurch nicht angreift, aber es stimmt, der Film ist egal. Wenn wir jetzt eine Fortsetzung bekommen zu Jurassic World Dominion, ihr könnt auf jeden Fall einen drauf lassen, dass das nicht ein einziger Film werden wird. Das werden maximal wieder 3 Filme werden. Das heißt, dieser eine Film, der jetzt erscheint, nächstes Jahr angeblich, wird den neuen Ton festlegen, der neuen Jurassic-Filme. Der wird jetzt maßgeblich entscheiden, wie sehen jetzt die nächsten 3 Teile aus. Und das wäre wirklich nicht gut, wenn der jetzt so ins Kino kommen würde, dass man wieder unter Zeitdruck irgend so eine gestückelte Scheiße veröffentlicht. Darf ich ehrlich sein, wenn wieder ein Rex der Hauptsaurier ist, dann wäre ich ein bisschen enttäuscht, weil ich einen Fleischfresser will, der entweder nicht viel an Screentime bekam, oder ein komplett neuer. Das haben wir doch aber bisher immer bekommen, oder? Du hast in Jurassic Park 1 und in Jurassic Park 2 den T-Rex als großes Cover-Tier. In Jurassic Park 3. Da war es allerdings der Spinosaurus gewesen. In Jurassic World war es der Indominus Rex gewesen. In Jurassic World 2 war es der Indoraptor. In Jurassic World Dominion der Giganotosaurus. Mehr oder weniger gut eingesetzt, aber die Idee war ja schon immer, dass man einen neuen Dinosaurier mit einbringt. Der T-Rex ist eben einfach so ein Teil davon, vom Jurassic-Universum. Den werden sie auch weiter beibehalten. Allein da das Logo wird ja noch genauso bleiben wie davor auch. Damit, egal ob sich auch der Name ändert, ob das Ding jetzt irgendwie heißen wird, Jurassic Planet oder wie auch immer, das ist dasselbe Logo und jeder weiß dann dadurch, aha, das gehört mit zu diesem Franchise. Deswegen, der T-Rex kann ruhig dabei sein, aber dann vielleicht wieder mal ein bisschen gefährlicher. Ich finde, diese gesamte Nummer mit der T-Rex sieht dich nur, wenn du dich bewegst. Da könntest du so geile Horrorshots draus machen. Was sie quasi nur im ersten Jurassic Park wirklich adressiert hatten. Im zweiten auch kaum noch irgendwie. Mal ganz kurz da in dieser einen Zeltszene. Aber damit könnte man halt richtig geil arbeiten. Der Therizinosaurus zum Beispiel ist für mich das Beste an Jurassic World Dominion. Und auch der hat ja wieder diesen Effekt gehabt, er kann dich nur hören. Ich finde das eine ziemlich coole Sache. Deswegen, den T-Rex kannst du ruhig wieder zurückbringen. Und dann machst du halt als neuen Hauptsaurier, ey, bringst du einfach mal, was haben wir noch nicht gehabt? Ein Carnotaurus hätte ich gern mal gesehen, aber dann eher so eine wuchtigere Variante wie aus Disneys Dinosaurier. Aber das gibt's ja im Jurassic-Universum wohl nicht. Oder es gibt ja so viele, die du musst ja nicht mal einen Riesensaurier nehmen. Du kannst einen kleineren nehmen, eine neue Art von Raptor zum Beispiel oder irgendwie sowas. Aber da gehen wir jetzt halt einfach zu sehr in den Theorienbereich, weil da gibt's ja noch gar nichts drüber jetzt. Also ja, wir hatten nur einige Saurier nicht, das stimmt. Der Rex soll wieder ein Saurier sein und kein Kuscheltier. Genau, das finde ich auch, ja. Das finde ich auch. Wenn man sich mal überlegt, dass der in Jurassic Park 2 eigentlich in der Stadt ziemlich viele Menschen getötet hat,
Und im Autokino in Jurassic World Dominion glaube ich keinen einzigen, ne? Er ist nicht mal auf einen draufgetreten. Die haben alle komischerweise überlebt, weil, ja, familienfreundlich halt. Okay. So viel auf jeden Fall erstmal dazu. Ich glaube, dass dieser Teaser zum Teaser eben nicht stimmt, weil zum einen, ja, da nichts drüber steht, dass das Teil jetzt wirklich auf den Super Bowl andeutet und zum anderen eben, weil Universal selber gerade noch so ein bisschen am Hadern ist, was machen wir jetzt eigentlich gerade da? Und die sollten sich einfach ganz klar dazu entscheiden, zu sagen, nö, wir machen das Ding nicht 2025, wir machen 2024. Quatsch. Ach, Mann. Wir machen es 2026. Der Film kommt diesen Sommer ins Kino. Wir haben uns vertan. Der kommt im Mai 2024 ins Kino. Obwohl wir noch keinen Cast haben und auch noch keinen Regisseur, aber scheiß drauf. 2021 wäre geil. Ja. Das wäre auch cool. Der Mosasaurus als Hauptdino wäre cool. Da könntest du halt dann so eine Weiße Hai-Geschichte dann irgendwie damit machen. Aber da habe ich ja auch schon mal abgestimmt gehabt. Da waren zumindest bei uns in der Community, waren nicht so viele, naja, hatten nicht so viele Bock auf das Thema gehabt. Wasserdinosaurier. Asylum wird es schaffen. Ja. Asylum mit der Regie von Michael Bay. Die würden das Teil morgen rausbringen, wenn die jetzt anfangen. Morgen um 18 Uhr ist Jurassic World 4 draußen. Wenn das so abläuft. Nur noch so ein Hauch Colin Trevorrow und dann bekommen wir irgendwie fliegende Esel noch im Film. Die Biotechnologie darstellen sollen. Was sagst du dazu? Von 250.000 mögen was? 36% Jurassic Park 3 und 77% Jurassic World Dominion. Ja, da ist erstmal die Frage. Wo kommt die Abstimmung her? Wer hat die Abstimmung gemacht? Also ich kann dir halt nur sagen, dass Universal halt selber meint, Jurassic World Dominion war nicht das, was sie machen wollten. Deswegen gibt es ja jetzt erst diesen Bruch. Da wird es jetzt schwer zu sagen, weil irgendwelche Fans das halt anders sehen. Ja, Jurassic Park 3 ist halt aber auch der einzige Film, der nicht fertig war, ne? Jurassic World Dominion ist einfach so ein Ding für jüngere Zuschauer, die halt, keine Ahnung, allein wenn ich schon bei Godzilla das Thema Story anspreche, wie oft mir Leute einfach schreiben, ich will keine Story, ich will nur, bum, bam, bum. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass du auch einen Godzilla-Film einfach mit einer geilen Geschichte versehen kannst. Aber Leute wollen halt keine Geschichte mehr haben. Leute wollen nur noch Action und. Deswegen ist hier auch Kino aktuell so scheiße. Aus den USA. Die Abstimmung wurde auf der Website Rotten Tomatoes gemacht. Okay, ja. Ja, Rotten Tomatoes ist eigentlich schon eine ganz gute Quelle. Er kann ja sein, nur wie gesagt, ey, auch auf Amazon, wenn du da schaust, hat auch Jurassic World Dominion super geile Bewertungen bekommen, aber es ist wirklich keine Ahnung. Du musst halt gucken. Ich finde es dann da schon zum Teil, da sollte man eher drauf achten, was vielleicht auch Leute, die aus einem Fachgebiet kommen, darüber sagen. Wie jetzt wirklich auch Filmkritiker. Ich weiß, die meckern aktuell über alles Mögliche. Aber wenn jeder Dulli irgendwo abstimmen kann und die Mehrheit eben einfach sagt, moi, ich will halt keine Story haben, ich will. Was weiß ich, ey, 90% ist nicht aufgefallen, dass die gesamte Malta-Szene im Film Jurassic World Dominion null Sinn ergibt. Es wurde einfach so hingenommen, ohne sich mal Gedanken darüber zu machen. Ja, ist halt dann die Mehrheit. Das ist okay. Als ein Godzilla-Fan will ich mehr Monster-Action und weniger als eine Menschen-Story. Ja gut, aber du kennst halt auch keine gute Menschen-Story dann in den Godzilla-Filmen. Mehr oder weniger. Hau rein, Spooky, mach's gut, ciao, ciao. Weil die gab's ja nicht wirklich. Wenn wir jetzt über das Monsterverse reden, da war die ja wirklich nicht gut, die Monster, die menschliche Geschichte. Aber allein wenn wir jetzt bei den aktuellsten Godzilla-Filmen uns anschauen, Godzilla Minus One, da ist sich dann auch die Mehrheit zum Beispiel sicher, wenn wir jetzt wieder auf die Mehrheit gehen wollen,
dass das eben geil war, dass die Menschen da so eine gute Geschichte bekommen haben, dass dieses Drama parallel zu dieser Godzilla-Zerstörungs-Action existiert hat. Also es geht. Beim Godzilla-Film, ja, man orientiert sich natürlich immer an dem, was man mag. So, für mich ist jetzt Godzilla Minus One die Messlatte geworden an dem, wie ich menschliche Figuren in einem Godzilla-Film sehen will. In Jurassic Park ist natürlich Jurassic Park 1 das, womit ich jetzt jeden anderen Jurassic-Film einfach vergleiche. Warum? Weil Jurassic Park 1 hatte einen bestimmten Ton. Es war ein mehr Science-Fiction-Thriller mit moralischen Fragen. Das war halt so ein bisschen tiefgehender, die gesamte Nummer. Und Jurassic World Dominion ist einfach alles scheißegal. Und deswegen, ja, bin ich halt so hart gegen Jurassic World Dominion. Dort regen sich viele auf, dass die sich über die Menschen gesorgt haben. Na, bei Godzilla Minus One überhaupt nicht. Also da gibt es wahrscheinlich auch einige, ja. Aber im Großen und Ganzen finden das Leute schon ziemlich geil. Leute, die sich darüber aufregen, dass in Godzilla Minus One zu wenig Godzilla war zum Beispiel oder ja, zu viele Menschen, das sind auch Leute, die an Jurassic World Dominion geil finden. Ich finde es halt echt, das ist so ganz, ganz komisch, dass Leute keinen Bock mehr haben oder es irgendwie auch nicht schaffen, sich längere Zeit auf eine Geschichte zu fokussieren. So als wäre das zu anstrengend, mitdenken zu müssen in so Filmen. In Kinos, das gab es früher, in Kinos, wenn mal Leute mitten im Film fangen die einfach an, das Handy rauszuholen und irgendwas zu googeln, wo ich mir denke, seid ihr bescheuert? Also wirklich, es liegt nicht immer an den Filmen, dass die vielleicht dann zu langweilig sind. Das ist einfach, du musst halt da ein bisschen Aufmerksamkeit auch mal irgendwie so einem Film schenken. Aber das ist vielleicht, keine Ahnung, das ist wirklich, Kino entwickelt sich auch weiter, das ist echt eine andere Generation. Und ich freue mich halt über einen Film, der einfach auch mal ein bisschen langatmiger sein kann. Der einfach nicht permanent. Wir haben uns erst letztens Godzilla 2 angeguckt, King of the Monsters. Ey, mir ist das zu viel. Das ist ja nur zack, zack, zack. Das ist der längste Film des Monsterverse, der aber auch am wenigsten Geschichte erzählt. Da geht es ja nur darum, ah, jetzt ist Rodan da. Ah, Mothra ist jetzt auch da. Ah, wir haben da noch Ghidorah. Und dann wird mal ganz kurz angehakt, da gibt es übrigens eine Unterwasserstadt. Warum ist das nicht das Thema des Films? Die wird nur ganz kurz mal angehakt und dann ist aber auch wieder scheißegal. Tschüss. Und ich denke mir halt, du könntest doch da eine geile Story raushauen. Aber wie gesagt, da komme ich auch mit Leuten nicht aneinander, die dann einfach sagen, ja, bei einem Godzilla-Film eine Story, das braucht man nicht. Ich finde schon, dass du in Geschichten einfach eine Geschichte einbauen kannst oder in Filmen eine Story einbauen solltest, die auch irgendwie eine Handlung voranträgt. Wir Kinder der 90er sind einfach nicht mehr die Zielgruppe für Kinos. Ja, ja, genau. Dann wird aber auch wieder rumgeheult, dass ja so viele Filme inzwischen dann auch so scheiße bewertet werden. Die Stories in Godzilla erzählt man halt mit Monstern. Ja, ja, aber sogar Godzilla vs. Kong erzählt ja wesentlich mehr Geschichte. Auf einmal hast du dann die Hollow Earth, die wir sogar sehen. Du erfährst in der Hollow Earth, dass da wohl einfach mal eine Zivilisation an Kongs gelebt hat, die gegen Godzillas gekämpft hat. Da gab es dann mal einen Krieg. Das wird ja alles relativ okay ausgeleuchtet, da ging auch noch mehr. Aber King of the Monsters macht ja gar nichts damit. Ja, die waren halt mal, es wurde sogar im ersten Film erklärt, warum die jetzt in der Hollow Earth leben. Noch nicht mal in Godzilla, in King of the Monsters. Da heißt es einfach nur, Ghidorah kommt aus dem All. Das wird aber auch einfach nur mal so nebenbei in einem Nebensatz gedroppt. Und keinen interessiert es in dem Film. Also, du hättest halt so weit aufbauen können, die ganze Nummer. Ich mag einfach Filme, die was erzählen, wo ich auch mal wirklich, wo ich einen Aha-Effekt habe und nicht immer einen Oha-Effekt. Ein Oha-Effekt zu produzieren ist so einfach. Ein Oha-Effekt bekommst du, wenn du einen krassen CGI-Drachen zeigst und das fünfmal in einem Film. Einen geilen Aha-Effekt erzählst du mit einer Geschichte oder bewirkst du mit einer geilen Geschichte. Dark war das Beste, das war der beste Teil an Godzilla vs. Kong. Das spricht auf jeden Fall sehr für den Film. Also ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass Godzilla Minus One da doch schon einen ganz geilen Ton getroffen hat. Man kann es ja vielleicht auch irgendwie kombinieren. Ich überlege gerade,
wenn wir jetzt nur auf das Jurassic-Universum gucken, es muss ja nicht immer alles so sein wie Jurassic Park 1. Wie gesagt, das Publikum entwickelt sich auch, ich würde nicht sagen weiter, aber es entwickelt sich und will andere Dinge sehen. Und da muss man da auch ein bisschen drauf eingehen, das stimmt schon. Aber du kannst ja, wenn du ein Universum aufbaust, dann kannst du doch beide Zielgruppen bedienen. Du kannst ja die Geschichte von Jurassic World Dominion weitererzählen. Und kannst mehr Action reinbringen und 50 Dinosaurier, die innerhalb von 9 Sekunden übers Bild rennen, weil länger als 9 Sekunden kann ich mir das nicht angucken, da habe ich keine Aufmerksamkeit dazu. Kannst du ja machen. Aber da kannst du ja auch parallel dann dazu noch einen Jurassic Park Film von mir aus rausbringen oder eine Serie, die in der Vergangenheit spielt und noch so ein paar Sachen auflöst, die aber dann wieder mehr so ist wie die alten Filme. Du hast halt voll die Chance, und ich mag ja keine Universen, aber genau die Chance hast du jetzt ja, zwei Zielgruppen damit abzuholen. Ähnlich wie es auch DC im Endeffekt jetzt macht. Dieses ganze DCEU oder DCU, wie es jetzt heißt, von James Gunn, ist mir scheißegal. Es wird eh wieder nur Marvel-Kram und Marvel-Quatsch imitieren. Aber das, was DC macht mit The Batman, mit Joker, da werde ich mit abgeholt. Das heißt, egal was DC macht, ich bin irgendwo mit dabei. Das könnten sie auch mit Jurassic machen. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. King of the Monsters hat mich eher an die alten Toro-Filme erinnert. Das ist aber, glaube ich, auch das Ding, ja. Ich bin eh der einzige Mensch, der sagt, dass King of the Monsters nicht so geil ist. Ich habe noch keinen anderen gehört, der das auch sagt, glaube ich. Niemanden. Das heißt nicht so geil. Der hat schon Spaß gemacht, ja. Aber ja, ich würde einfach mal mehr so ein bisschen mythologischer irgendwas hören und sehen und ein bisschen mehr aufgebaut haben. Wenn du irgendeine Geschichte schön lange aufbaust und dann am Ende kommt dann irgendwie so ein Kracher, dann wirkt das einfach viel mehr. Kurz AFK, lass den Stream laufen. Wenn es bei YouTube ist, dann hilft es ja eventuell was. Natürlich, ja, vielen Dank auf jeden Fall. Das hilft dann auf jeden Fall, ja. Fand die Frau aus King of the Monsters zum Kotzen. Meinst du die Millie Bobby Brown, das Mädchen, oder meinst du die erwachsene Frau? Millie Bobby Brown hat in dem Film angenehmerweise sehr wenig zu tun gehabt, finde ich. Fast gar nichts. Die war einfach da und hat geguckt. So finde ich das schön. Die erwachsene Frau, echt, ich fand die... Gut, ich mag aber auch die Schauspielerin. Ich mag die Schauspielerin. Mann. Die hat so ein bestimmtes Charisma. Oh, Dimia. Dimia wird ausgesprochen, glaube ich. Vielen, vielen Dank für dein Prime Gaming Abo. Tausend Dank dafür. Ich habe immer noch keine Alerts eingerichtet, sehe ich gerade. Aber ich kann auch noch nicht dazu. Ja, aber an sich trotzdem im Großen und Ganzen kann man, wenn man jetzt nochmal das Monsterverse mit dem Jurassic-Universum nebeneinander hält, ist das Monsterverse doch relativ nett zu gucken, weil das immer eine ähnliche Struktur ist. So King of the Monsters ist natürlich wesentlich düsterer jetzt als Godzilla vs. Kong, ja, aber die fühlen sich halt nicht fremd an. Also da ist kein Film, der irgendwie jetzt komplett fremd zu den Filmen davor wirkt. Mal gucken, wie es jetzt wird mit Godzilla Kong. Bei Jurassic finde ich aber schon. Ich finde, dass Jurassic World Dominion fühlt sich nicht dazugehörig an zu dem, was in Jurassic Park passiert ist. Von denen, wie Figuren sich verhalten, was sie sagen, wie die gesamte Welt da funktioniert. Dass sich ein John Hammond musste sich ja auf der Isla Nubla quasi verstecken, um seinen Jurassic Park aufzubauen, weil die Regierung ihm schon auf den Fersen gewesen ist, aufgrund dessen, dass eben so viele Unfälle da passiert sind. Da waren die noch schlau, die Leute. In Jurassic World Dominion gibt es ein Unternehmen, das so Heuschrecken züchtet. Diese Heuschrecken fressen Felder ab. Nur die Felder, die aber nicht von der Firma bestellt sind, die die Heuschrecken hergestellt haben. Und keiner kommt auf die Idee, wer dahinter steckt. Außer Ellie Sattler. Das fühlt sich so nicht dazugehörig an einfach.